Sind jetzt die Bilder, die dann als Outtakes verwendet werden, oder? Wenn, dann der, wenn, wir dann, wenn die Berliner den Kameramann verprügeln. Ich bin Markus Eisenhut, komme aus Berlin, bin 33 Jahre alt. Seit ungefähr 2007, 2008 beschäftige ich mich hauptsächlich mit Airbrush, fast täglich. Und versuche mich halt ständig weiterzuentwickeln. Und aktuell bin ich nebenberuflich selbstständig als freischaffender Künstler. Und das Ziel ist natürlich schon, irgendwie das immer weiter zu treiben. Und ich merke jetzt auch, dass es halt immer mehr wird. Und schön wäre natürlich schon, wenn man irgendwann davon leben könnte. Das ist halt ein Traum. Aber es ist halt auch nicht ganz einfach, das ist mir schon bewusst. Ich male, seit ich denken kann. Wirklich schon als kleines Kind mit Bleistift und Buntstiften und allem. War in der Schule auch immer schon sehr talentiert, also im Kunstunterricht und so weiter. Und hatte auch mit 7 Jahren schon meine erste billige Airbrush-Pistole, sage ich mal. Aber so richtig Spaß hatte ich daran nicht und ziemlich früh, mit 9 Jahren, habe ich dann die Sprühdose für mich entdeckt und habe dann da auch ziemlich viel gemacht, also schon eine ganze lange Zeit, sage ich mal, viel mit Sprühdose unterwegs gewesen und Fassaden und auch Leinwände und ja, aber irgendwann stößt man halt auch damit an seine Grenzen, so dass ich dann halt irgendwann Ende 2007 auch mich mal wieder mit der Airbrush-Pistole beschäftigen wollte und da war es dann um mich geschehen. Ja, richtig, mache ich auch mit der Sprühdose Airbrush-Mix. Allerdings würde ich gerne mehr machen, nur ich habe halt die Räumlichkeiten nicht dafür, weil es ja dann doch immer ziemlich stinkt und alles schnell einnebelt, wenn man mit der Dose mal so eine große Leinwand gestaltet. Und ich hoffe halt, dass ich in nächster Zeit, ich würde gerne mehr damit machen, weil es eine schöne Technik ist, weil man sehr effizient und groß und schnell arbeiten kann damit. Naja, meine Familie ist bei der Feuerwehr und irgendwann lag es mir halt nah mit der Feuerwehr und im Airbrush-Bereich ist ja Feuer auch ein ganz angesagtes Thema. Und ich habe mich vor ziemlich am Anfang meiner Airbrush-Zeit damit schon mal beschäftigt. War aber nicht so wirklich zufriedenstellend und vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, dachte ich mir so, ich nehme mich der Sache nochmal an und hat eigentlich, also ich war sehr zufrieden mit den Flammen, die ich gemalt habe und ich wollte dann aber was anderes machen, nicht diese typischen True Flames, die halt in der Airbrush-Szene so angesagt sind, sondern ich wollte halt Feuer auf eine ganz andere Art malen. Und ja, dann kam halt irgendwann diese Vorführung, die ich machen musste, oder die Vorführung, die ich gemacht habe. Und es war Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien, ein bisschen heikle Stimmung da unten, verständlicherweise. Und da wollte ich halt gerne ein Bild, also ich versuche immer gerne ein Bild zu dem aktuellen Thema zu malen. Ja, und da lag es dann halt nah, einen brennenden Fußball zu malen. Dieser brennende Fußball, der ist, denke ich mal, ziemlich gut angekommen. Ich hatte halt sehr viel positive Resonanz, sodass halt auch das Airbrush Step-by-Step-Magazin sich bei mir gemeldet hat und gerne ein Step-by-Step über diesen Ball abdrucken wollte. Und ja, so hat es dann alles seinen Lauf genommen. Also ich habe halt, wie gesagt, in sozialen Netzwerken sehr viel positives Feedback bekommen und alle wollten halt gerne wissen, wie das geht, wie malst du dieses Feuer und ja, so kam es dann halt zu dem Step-by-Step-Artikel und so kam es dann halt auch zu dem Kurs, dass ich halt viele Anfragen hatte, so über Workshops und ja, dann habe ich mich halt hier mit Createx in Verbindung gesetzt und dann haben wir halt hier diesen Feuerkurs ins Leben gerufen. Und ich habe wirklich, sage ich mal, so gut wie alles an Pistolen auf dem Markt ausprobiert und meine erste Pistole war eine Iwata und ich bin letztendlich wieder bei Iwata gelandet und ich benutze die Pistolen wirklich aus voller Überzeugung, weil sie halt sehr präzise sind und also für meinen Geschmack ist es das Werkzeug, was ich zum Arbeiten benötige.
Ja, gerne. Also auf jeden Fall. Ich denke, also ich bin auf jeden Fall aufgeschlossen dafür und ich denke auch Createx haben Interesse daran, weitere Workshops zu geben, hoffe ich zumindest. Und ich plane halt auch selber Workshops irgendwie zu organisieren. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber ja, mal schauen, wie die ganze Sache hier zu Ende geht, wie es angenommen wird, so wenn dann halt die ersten Bilder veröffentlicht werden, wie es bei der Allgemeinheit ankommt. Und ja, also ich bin da eigentlich recht positiv gespannt. Ich finde es immer schön, wenn man Wissen weitervermitteln kann. Und ich denke, man sieht auch immer selber, wenn man jemandem was beibringen kann, dass man es selber auch kann. Ja, gerne, jederzeit. Also wie gesagt, ich bin immer offen, wenn es um die Kunst geht, wenn es ums Airbrushen geht. Und ich bin auch immer sehr hilfsbereit, also wenn irgendwelche Fragen sind. Gerne per E-Mail melden an info@berlin-airbrush.de. Und ja, ich bin immer hilfsbereit. Also wer Fragen hat, gerne kontaktiert mich, ich helfe euch. Ja. Grundsätzlich, wir sind hier bei Createx. Ich weiß nicht, Createx ist sind ein Großhandel für die Airbrush-Fachhändler und haben eigentlich kein Ladengeschäft, aber vertreiben halt die Produkte, Farben, Spritzpistolen, Iwata. Wir haben den Iwata-Vertrieb für Deutschland, für den Künstlerbedarf. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben ein paar Produkte, die ihr vielleicht kennenlernt. Ich meine, die kennt ihr auch. Ich wollte jetzt gar nicht nur die Produktwerbung machen. Doch, bin ich doch. Und zwar, es gibt nämlich so einen Katalog hier. Den haben wir jetzt, der ist jetzt, also, um mal eine Übersicht zu schaffen über die Farben. Weil Createx kennt man in der Regel als Textilfarbe. Aber es gibt ja verschiedene Farbreihen von Createx. Und deshalb ist in dem Katalog, sind wir einfach mal zusammen aufgelistet. Und das wäre vielleicht gar nicht schlecht, nur zwei, drei Worte, jetzt nicht den ganzen Tag kurz drüber zu verlieren, was es alles gibt. Die Createx-Farben, die sind halt für Textilien geeignet, die sind auf den ersten Seiten. Dann ist der nächste Entwicklungsschritt, das waren die Wickelfarben. Die sind nicht so zähflüssig und haben den Vorteil, oder beziehungsweise die Entwicklung in die Richtung, das Tip-Dry an Düben zu minimieren. Und sind geeignet für harte Oberflächen und also im Grunde auch das gesamte breite Spektrum, aber doch eher für harte Oberflächen, weil sie ein bisschen weniger viskos sind. So, und jetzt der nächste Schritt sind die Illustrationsfarben, die an sich entwickelt wurden für Illustrationen, also tatsächlich für Papier und Grafik zum Radieren und Kratzen, sehr dünn mit kleinen Düsen zu verarbeiten, direkt in die Flasche zu füllen. Das wird Markus dann auch noch ein bisschen erzählen, wie man gearbeitet hat damit. Das Interessante dabei ist, dass der Ansatz eigentlich war, die Entwicklung für jemanden zu machen, der auf Papier arbeitet. Und es hat sich herausgestellt, dass aufgrund des Bindemittels und aufgrund der Pigmente, die auch für den Custom-Bereich geeignet sind. Der Unterschied ist einfach der, dass diese Trocknungszeit, also man muss den richtigen Reducer nehmen. Wenn man den Reducer aus der Wicke bzw. aus der Autoarbeit nimmt, dann verkürzt sich die Trocknungszeit.
Und dann kann man damit ja, quasi, ich sag mal, Candy-Effekte ist jetzt, muss man gucken, aber sehr basierende Effekte auch auf Metall machen. Also wenn man das sonst weiß, man sollte sie nicht für T-Shirts benutzen. Oder wenn man sie für T-Shirts benutzt, dann muss man darauf achten, dass sie wirklich gut fixiert werden, weil sonst wird es rausgewaschen. Also Illustrationsfarben und T-Shirts, das passt jetzt erstmal nicht zusammen. Ist auch gerade nicht das Thema, aber nur um anzusprechen mit den verschiedenen Farben. Die Outdoor-Farben, aber die lassen die dann später. Nee, deshalb den Katalog, da ist mal eine Übersicht drin, da sind ein paar sozusagen Bearbeitungshinweise und ich glaube, das macht die Sache ein bisschen klarer, dass verschiedene Produktreihen gibt, die sich und auch die sich unterscheiden. Gut, ansonsten Markus, herzlich willkommen. Ne? Danke, danke. Super, dass also. Ich finde das klasse, dass wir das hier zustande gekriegt haben. Ja. Muss ich mal ganz klar sagen. Freut mich auch sehr. Und ja, dass ihr da seid und ja, ich denke, fangen wir mal an. Let's go. Let's go. Ja, fangen wir an. Alles klar, ja. Gut. Viel Spaß. So, morgen nochmal alle zusammen. Ich bin Markus. Ich würde sagen, wir stellen uns alle mal kurz vor. So, das habe ich hier so kennengelernt und das fand ich eigentlich ganz gut. Ich male und zeichne eigentlich seit ich denken kann, sprühe seit meinem 9. Lebensjahr mit der Sprühdose, habe auch mit 7 Jahren schon mal mit der Airbrush gearbeitet, allerdings war das alles ein bisschen zu komisch und habe dann so 2007, 2008 so Spaß und Freude an der Airbrush wiederentdeckt und seitdem beschäftige ich mich eigentlich täglich mit Airbrushen, das heißt ich sprühe so gut wie jeden Tag und bin auch nebenberuflich selbstständig und läuft auch ganz gut und ja, jetzt bin ich hier. Und will euch mal zeigen, wie ich mein Feuer mache. Ich habe halt letztes Jahr, genau vor einem Jahr, habe ich mir halt überlegt, so ich will mich auch mal mit Feuer beschäftigen, weil es ja eine sehr angesagte Sache ist. Und in der Airbrush-Szene wird ja gerne dieses True Fire mit diesen Candy-Farben und so weiter gemalt. Habe ich auch mich versucht, aber ich wollte halt was anderes machen. Ich wollte Feuer auf eine andere Art und Weise machen. Und wie ich das mache, will ich euch hier in den nächsten 2 Tagen zeigen. Und wird schon werden, kriegen wir alle hin, ist gar nicht so schwer. Machen wir. Wo fange ich an? Also dadurch, dass auch meine ganze Familie bei der Berliner Berufsfeuerwehr ist, lag es halt nahe, dass ich mich mit den Leuten mal unterhalte, so Feuer. Was für Auswirkungen, welche Materialien, wie wirkt sich das auf Feuer aus? Und also ich habe mich echt sehr intensiv damit beschäftigt und hab halt auch viele Leute beobachtet, die Feuer malen und hab dann halt auch genau aus diesen Erzählungen gesehen, so was die Leute dann halt auch falsch machen. Also beim Feuer ist erstmal grundsätzlich zu sagen, dass je nachdem, wie das Umgebungslicht ist, wie zum Beispiel hier bei unserem Motiv, was wir hier malen werden, ist halt das Feuer sehr schwarz, ist der Hintergrund halt sehr schwarz und dunkel. Und dazu muss man sagen, umso dunkler der Hintergrund ist, umso mehr leuchtet das Feuer. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Lagerfeuer mache und bei helllichtem Tag das fotografiere, dann wird das Feuer nie wirklich so leuchten. Das heißt, es ist mehr so in dem gelblichen, orangelichen Bereich und hat nie dieses wirklich rote Leuchten, was es jetzt hier zum Beispiel hat. Das ist halt die Farbüberlagerung, die wir machen. Wir arbeiten transparent und arbeiten von dunkel nach hell. Ich habe hier auch so schon mal so eine Schnittschablone angefertigt, so, die wird sich jeder dann nehmen. Und mit der fangen wir im Endeffekt an. Und ich will auch mal zeigen, also so hier, es leuchtet schon richtig schön, aber ich will wenn ich ein Bild male so, oder ich ein Referenzbild habe, so ist mein Anliegen immer, so das besser hinzukriegen als wie das Original. Und das werden wir alle schaffen. Wir werden es im Endeffekt noch ein bisschen mehr zum Leuchten bringen. Dabei ist immer so, da nehme ich dann immer noch so hier so ein Stück Küchenrolle und wische es nochmal rüber, um so ein paar, erstmal um das ein bisschen besser zu verteilen und auch um so überflüssigen Staub davon zu entfernen. Also das macht halt hier im Endeffekt jeder irgendwie anders. Der eine nimmt Saralpapier, es gibt Leute, die benutzen so Schminkpuder. Oder man kann das Ganze hier auch mit einem Bleistift machen.
ich werde im Endeffekt mir alles, also so viel wie möglich übertragen. Drückt nicht zu doll auf, so wir schwächen die Zeichnung danach eh nochmal ab. Aber also so, dass man sich wirklich so überall, wo man jetzt eine harte Kante, ganz wichtig, wo man eine harte Kante sieht, werden wir auf jeden Fall übertragen. Sehr gut. Und auch, also übertragt euch so viel wie möglich, dass ihr so viel wie möglich Informationen der Flamme habt. So. Also auch diese ganzen, diese Linien hier, so die ziehe ich dann rechts und links auch nach, so damit ich weiß, so hier ist die helle Stelle. Also versucht wirklich so viel an Informationen, wie ihr halt könnt, auf euren Malgrund zu übertragen. Lieber mehr als zu wenig. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal. Dass ich halt hier einfach ganz unregelmäßig ein bisschen Rot hier hin mache. Ruhig ein bisschen mehr im Kanal. Deswegen fange ich einfach mal an mit hier und ich habe auch das Schwarz pur da reingemacht. Werden wir wahrscheinlich ein paar Mal nachtanken. Naja, jetzt sich nicht darf, noch nicht fit genug fühlt, so da diese Kante freihand zu machen, da komme ich dann zur Hilfe, so da können wir dann auch mit der Schablone was machen. Schon eine Idee, was es werden soll? Indianer. Die was? Die Indianer. Die Indianer. Das ist eine Serrano Schinken Rucola Parmesan und Käsepizza. Also keine schlechte Wahl. Erstmal diese ganz dunklen Stellen legen wir uns vor, auch hier unten diese, die können wir auch auf jeden Fall schon mal machen. Und lieber erstmal ein bisschen heller arbeiten, dunkler machen können wir später immer noch.
gibt ja viele, die die Farben nicht so wirklich schütteln, aber ich schüttle sie immer lieber ein bisschen länger. Ich kenne viele Leute, die, so, die machen kurz klick, klick, so, ja, muss reichen. Oder mache ich als erstes wieder ein bisschen Reducer rein. So 1 zu 1 ungefähr erstmal. Und dann gucke ich mal, wie das sprüht. So, und jetzt fange ich an, mich wieder ein bisschen weiter nach innen zu arbeiten. Das heißt, die nächst dunkleren Stellen fange ich an, hier mit dem Blutrot zu überarbeiten. Und versuche dabei halt nicht zu sehr, da wo ich gelb habe, versuche ich halt nicht so reinzugehen. Also die gelben, hellen Stellen versuche ich auszusparen. Und gehe auch gleichzeitig wieder mit über die dunklen Stellen teilweise rüber und färbe die damit ein. Jetzt fange ich auch schon mit der Farbe schon mal an, so diese ersten leichten Strukturen hier vorzugeben. Die ganzen feinen Linien, aber die können wir danach auch nach der Farbe nochmal mit dem Radierstift ein bisschen ausarbeiten. Illustrationsfarben lassen sich am besten mit dem Radierstift bearbeiten, kurz nachdem man sie aufgetragen hat, also nach so 5 bis 10 Sekunden und dann innerhalb der nächsten 20, 30 Sekunden so, da lassen sie sich optimal mit dem Radierstift bearbeiten. Ich fange jetzt einfach mal an, diese Stellen, die ich so freigelassen habe, nebel ich jetzt einfach mal ein bisschen mit dem Orange ein. Und ihr seht so, wenn ich jetzt schon über das Rot rüber gehe, was das jetzt hier schon für eine Leuchtkraft hervorruft.
machst du halt aus der Ecke raus. Aber es ist ja schon bedeckt. Kleine Verlauf. Ja. Nee, es ist transparent. Es wird halt nur dunkler dadurch, dass ich halt öfter rübergehe. Und um ein bisschen mehr Tiefenwirkung zu kriegen, guck mal, bei mir ist ja auch, ja, dass ich jetzt hier in dieser Ecke. Ja. So, mach hier aus der Ecke ein bisschen dunkler, dann habe ich hier so ein kleines Kästchen. Also ich versuche schon das anzudeuten. Guck mal, hier unten zum Beispiel, hier habe ich einfach hier jetzt so ein paar Linien reingezogen, um einfach ein bisschen Chaos zu erzeugen. Ja? Einfach, dass es durcheinander aussieht. So, das sieht jetzt nicht so aus wie da, aber das sieht ja nachher kein Mensch. Oder? Dann nebel ich nochmal leicht rüber, um es ein bisschen einzufärben. Und nachher, wenn ich dann alle anderen Farben drauf habe, so, dann sieht es halt einfach chaotisch aus. Es ist einfach ein Durcheinander, was halt dem Feuer mehr Lebendigkeit gibt. Und siehst du hier, das ist halt eine Fläche. Und hier sehe ich halt auch, da ist eine dunklere Kante oben. So, dann gehe ich da ran, ziehe mir hier noch mehr die Linie und dann sprühe ich von der Linie einen leichten Verlauf. Siehst du? Mhm. So. Und diese untere Stelle hier, so, kann ich auch nochmal ein bisschen leichter einfärben, damit es ein bisschen, dass der Kontrast ein bisschen reduziert wird. Quasi wieder mit einfärben. Und wenn ich jetzt hier wieder noch mit rüber gehe, seht ihr, wie das noch mehr anfängt zu leuchten, dieses Rot, diese roten Stellen, so wie hier. Wenn ich da jetzt mit dem rüber gehe, seht ihr, wie sich das verschiebt und noch mehr anfängt zu leuchten? So, und überall diese Stellen, wo es halt orange ist. Wieder die Highlights versuchen ein bisschen auszusparen. Hier sehe ich jetzt gerade, habe ich gar nicht gemacht, hier so sehe ich so eine Linie, die radiere ich mal hier so grob noch mit ein. Hier habe ich auch nichts gemacht. Mache ich einfach irgendwie so ein bisschen Chaos hin. Genau, überall da rein, da wo ihr seht, wo es halt orange ist. Dunklen Stellen noch mal schön mit nacharbeiten. Mal schön grob rübernebeln. So, aber Achtung, hier diese Stellen ein bisschen aussparen. Das ist jetzt wirklich wie so ein Candy-Effekt, den wir drüberlegen, weil die Farbe ist echt so überreduced. Die arbeiten wir uns gleich wieder zurück. Die Farbe ist ja hier wirklich sehr transparent. Ja? Und wir werden gleich mit dem Radierstift so diese ganz hellen Stellen nochmal rausholen.
gut, hier könnt ihr gut sehen, so umso öfter ich rübergehe, umso dunkler wird es. Ich muss noch mal sagen, wir waren echt eine coole Truppe, hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und war für mich jetzt das erste Mal, dass ich so einen richtigen größeren Kurs gemacht habe. Ich habe sonst immer nur Privatunterricht gegeben und halt Vorführungen gemacht. Aber jetzt so war halt meine, wie sagt man? Premiere. Hast du gut gemacht. Danke. Echt? Oh ja. Sehr gut rübergekommen hast. Ja. Oh. Ja, danke auch an Jörg und an Jan, habe ich gestern auch nochmal gesagt, für die tolle Vorbereitung. Ja, gut, ist ja ein unseriges Engagement, oder? Ja, das ist super. Also, das muss man mal so sagen. Mal ausgesprochen. Aber ich habe schon gesagt, ich muss mir langsam anschaffen. Ordentlich was lernen können, oder? Die ganze Zeit. Super genial. Ja, also auf jeden Fall eine Empfehlung von deiner Seite. Ja. Wenn man da vorgeht. Schön. Alles klar. Dann gute Heimreise und man sieht sich. Dankeschön. Ciao. So, ja, erzähl mal. Kurs zu Ende und? Ja, also ich habe an dem Kurs hier teilgenommen von Markus Eisenhut, der das Feuerbild gemalt hat in der transparenten Technik. Ich fand den Kurs sehr gut. Also ich habe einiges gelernt in dem Kurs und die Technik, transparent Feuer zu malen, ist halt auch sehr interessant, eben wegen dieser Farbüberlagerung und den Effekten, die man nach und nach da rausholen kann. Ich kann es nur jedem empfehlen, ich fand es wirklich sehr gut. Der Markus hat es auch sehr, sehr gut rübergebracht, er hat halt echt ein sehr fundiertes Wissen und hat das hier sehr kompakt und leicht verständlich rübergebracht. Die Teilnehmer waren super, die Ortschaft, die Örtlichkeit hier im Createx-Laden hier unten im Atelier zu malen, ist auch immer wieder schön. Und ja, ich habe Bass kennengelernt, ist auch okay. Alles klar, vielen Dank, schönen Tag noch.